Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von God of War. In der letzten Folge haben wir Dürlin getroffen und sind jetzt nach einem Zugunglück in einer Mine gelandet und machen da jetzt weiter. Aber ich sehe da gerade was rumfliegen. Da hinten ist ja einer. Wieso sind hier so viele Gegner? So. So, hier. Ist der Einzige? Ja. Ja, wie viel kommen denn noch? Außerdem will ich nur den Kackraben hier holen. Gut gemacht. Da. Gift, von hinten. Komm mal, dann gehe ich halt wieder hoch. Was zum Geier? Wieso sind hier so viele Gegner, Alter? Komm! Der ist doch gleich vor der Schnauze. Hier. Ich glaube da. Hier muss er hin. Jetzt. Ja, perfekt. Hat funktioniert. Ja, hier ist was. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Hier unten ist ein Artefakt. Eine Geschichte Quesils, oder wie er heißt. Der Wetzstein der Nachtschlechterin. Im Widerstand sind die offensichtlichsten Methoden manchmal die besten. Oder auch nicht. Sind einfach tatsächlich halt. Nicht länger von Nutzen. Aber genug von dir. Ich spreche über den Wetzstein. Mimir. Der war gut. Aber ich glaube, solche Jokes solltest du bei Kratos lassen. So, dann haben wir den. Ah, was sehe ich denn da? Ein Rätsel. So. Wie viel halten die bitte aus? Vorsicht! Vorsicht! Wo denn? Da. Hören die auf, da rauszukommen, oder kommen immer wieder neue? Das werden wir gleich sehen, denke ich. So, hier komme ich nicht weiter, außer da. Dann gehen wir da ran. Was ein Mundwerk im Zug, Junge. Das ist nur ein Wort. Brock sagt ganz andere. Das Wort ist egal. Du hast die Kontrolle verloren. Wir sind gefallen. Durch die Luft. Ich dachte, wir sterben. Und du wolltest wirklich, dass das dein letztes Wort ist? Nein. Wenn es schwierig wird, hilft Panik nicht weiter. Nutze das. Es kann dir helfen. Ja. Stimmt, letzte Folge ist bei dem Waggonunglück. Hat Trios einfach dreimal scheiße richtig laut geschrien. Da war ich auch kurz überrascht. Ja, was soll's. Und oben war jetzt nichts mehr, oder? Also den Weg? Nö.
gar nichts mehr. Gaulwart! Da, auf dem Boden. Schien. Wir müssen in die Mine führen. Wir müssen dran vorbei. Wie zum Geier kriegen wir das hin? Zeig aber nicht ganz einfach. Hey, es fließt kein Wasser mehr in den Trog. Geschafft! Lass uns rübergehen. Okay, da geht's wahrscheinlich lang. Und hier sind die ganzen... Eins. Ich wette, es sind noch mehr in der Nähe. Lass ja, eins ist da drüben. Steht Kooperative in Anführungszeichen. Werde ich gleich sehen. Bergbaukooperative Bergbaukooperative Asker Zwaderfheim. Ich habe diesen Begriff nicht geprägt. Aber man muss die pure, emotionslose Wortwahl respektieren, die Jahrzehnte systemische Metzlerei und Unterdrückung vertuscht. So, eins ist auf jeden Fall hier, da ist zwei. Ah. Macht Sinn. Macht Sinn, dass eins direkt neben dem Zeug ist. Und dann? Bist du Rage oder ein Apfel? Ich schätze, du bist Rage. Ja. Horn mit Blutmilz. Perfekt. Dann geht's hier lang. Wir müssen aber ganz schön lang laufen, um bis zu dem Ziel hinzukommen. Okay. Vielleicht dran, wenn du mir hilfst. Wo, was, hä? Ach, da drüben. Gut. Ich gehe rüber, um besser zu sehen. Macht es. Vater, hier oben ist ein Tor, das zum Eingang der Mine führt. Kommst du? Ich brauche Hilfe beim Heben. Wenn. Komm schon, spring einfach. Die Knie sind nicht so kaputt. Atreus. Ja. So. Hoffentlich schaffst du den Sprung. Atreus? Hä? Noch einer von diesen Holztrügen. Die Zwerge bloß auf solche Ideen gekommen sind. Tja, Bequemlichkeit ist eine starke Motivation. Wozu arbeiten, wenn man das nasse Element für sich einspannen kann? Hm. Hoffentlich ist Tyr hier. Atreus, wir suchen Informationen. Ich weiß. Tu nicht ständig so, als wolle ich einen Krieg anzetteln. Dennoch schreitest du es nicht ab. Brüder! Können wir das eine Weile sein lassen, ha? So. Du hebst auf deiner Seite, ich auf meiner. So, perfekt. Schwerer als gedacht. Danke. Dann weiter. Na, ist auch so. Kratos. Also wenn, natürlich ist ja Loki, das wissen wir jetzt schon mittlerweile. Aber ist
Soweit ich weiß, vielleicht kannst du es von woanders treffen. Ist Loki auch angesichts... Sieht aus, als wäre das Dürtel ins Mineneingang. Ist Loki physisch nicht stark, aber hat dafür sehr gute Verwandlungskünste. Ich habe noch etwas für euch. Sindri! Was ist das? Da ihr gerade keine Lichtquelle habt, Verzeihung, und gar nicht sehen könnt, was im Dunkeln vor euch lauert, helfen diese nun. Gut, weiter mit der Erkundung. Auf geht's. Danke, Sindri. Moment, was meinst du mit im Dunkeln lauert? Das, was er meint, mein Freund. So. Pass auf, linke Seite. Komm mal da. So. So. Down. Perfekt. Hinter dir, pass auf! So. Wieso sind die nicht One-Tap, ne? Geben wir nicht mal eine Chance, sich irgendwo dran zu hängen. Zu deiner Linken. So. Perfekt, jetzt haben wir hier irgendwas. So. Siehst du das? Der riesige Kran bewegt sich hierher. Die Frage ist, muss ich das Wasser aufhalten, bis er... Ja, Vater. Moment. Ach so. So geht's. Sehen uns drüben. Moment, was mache ich eigentlich gerade? Da unten ist noch eine rote Truhe. Mimir, wie stehen die Chancen, dass Tyr in dieser Mine eingesperrt ist? Dürlin ist vielleicht genauso gut in Schuss wie dieser Kran, aber ich glaube nicht, dass er uns täuschen würde. Du glaubst, der Junge vertraut zu schnell? Er möchte sich jetzt beweisen. Das trübt seinen Verstand. Ja, ich weiß, dass du ihm mehr zutraust als das. So. Was ist mit ihm passiert? Sein Publikum tötete ihn. Naja, ein Mitglied des Publikums. Gerne Geschichte von Quasir. Stahl und Fell. In Gemeinsamkeit nicht viel, vereint im Sterben, nach heroischem Ziel. Vom Schicksal verbunden, durch Verachtung entzweit. Alte Feinde von Groll geschwunden, neue Verbündete, wenn nur auf Zeit. Sie retten Welt um Welt, mit Freunden im Rücken, zwei schlaue Automaten. Und die letzten beiden? Hier endet das Manuskript abrupt. Der untere Teil der Seite ist nur bis zu der untere Teil der Seite ist bis zur Unendlichkeit versenkt. Ist es nicht Ratchet und Clank? Ich kenne es halt leider nicht, die ganzen Games, ne? So, haben wir das hier. Wo ist diese rote Truhe? Hier. Gut, nehmen wir die mit. Nehmen wir sie mit. Hm.
So, hier lang. Und durch die dunkle Höhle geht's jetzt wohl. Okay. Ich glaube, das ist es. Das ist die Mine. Nö, ich glaube. Vorsicht! Hinten! Ey, komm, mich juckt's gerade im Gesicht. Jetzt. Sieben XP, perfekt. Der Haupteingang in der Mine versperrt. Aber es muss einen Weg geben. Hier entlang. Gut, keine Sackgasse. Komm, sehen wir uns das an. Go, wie schon wieder? So. Perfekt. Wir besiegen 4 und kriegen 26 XP. Keine Ahnung, wo die herkommen. Von dem Nest wahrscheinlich, aber... Ich glaube, ich kann auch das Wasser hören. Langsam, Atreus. Sei vorsichtig. Mach dich bereit. Ich glaube, ich weiß, woher diese Scheusale kommen. Sie werden dich schnell überwältigen. Bleib bei mir. So. Hinter dir, Vorsicht! So. 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 Rechte Seite. So. Rechte Seite. So, wir müssen kurz ein bisschen Ding holen. Leben. Komm. Mach mal einfach mal kurz Spiders Rage. Wir finden tatsächlich sehr viel. Rage unterwegs. Das Ding war eklig. Naja, ist halt eine Mutter von Scheusern, was denkst du? Ihr Gestank ist wirklich widerlich. Ein kleiner Preis dafür, dass wir sie stören. Gehen wir weiter. So. Das hier. Da geht's storytechnisch weiter, okay. Da kommen wir storytechnisch raus. An die Mine. Versuchen wir es. Dass es vor allem erst losfährt, wenn jemand drin ist. Ich weiß, du hast Nein gesagt, aber es lässt mir keine Ruhe. Wir kämpfen die ganze Zeit gegen die Bösen. Wieso machen wir das nicht zusammen mit Tyr? Wir kennen ihn nicht. Wir haben seine Schreine gesehen. Er ist ein Anführer und hat sich Odin gestellt. Wer das schon einmal gemacht hat, wieso nicht nochmal? Bilder von vor langer Zeit erzählen nicht die ganze Geschichte. Da ist eine Tyr. Wir sollten da nach Tyr suchen. Er muss in der Nähe sein. Da ist ein Artefakt. Ich hab das Gefühl, dass du irgendwie wütend auf mich bist. Seit wir in Svartalfheim sind, hast du mich dauernd kritisiert. Wenn du nicht an meine Führung glaubst, sag es einfach. Nicht deine Kompetenz steht hier in Frage. Aha. Und was heißt das? Denk über deine Absicht nach. Der Ort ist riesig. Der Bau muss ewig gedauert haben. Noch eine Tür. Die müssen wir auch überprüfen. Dulins Anweisungen sagen nicht welche. Nein, wir sind hier allein.
Deine Frage vorhin, nach meiner Absicht. Ich will dem Kriegsgott helfen, Odin aufzuhalten. Und dazu muss ich ihn aus dem Gefängnis befreien, in dem er sich befindet. Seid vorsichtig, Freunde. Sindri? Und gebt Acht, wenn ihr das Ding verlasst. Ein Fuß nach dem anderen. Da liegen überall rostige Nägel rum. Hast du Zeichen von Tyr gesehen? Als hätte ich hier wirklich einen Überblick. Nein, ich bin sicher, das schaffst du schon allein. Ich weiß nicht. Das Wasser sieht ziemlich klar aus. Ja, sieht. Wie kann ich helfen? Chaos-Klingen kann man verbessern. Feuer desinfiziert auch. Die sind also sehr hygienisch. Dann... Da müssen wir gucken, welchen Knauf ich noch nehme. Naja. Soll's was Bestimmtes sein? Das ist kurz. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Sehr gut. Ja, ist eigentlich egal, was wir verbessern. Es ist beides gut. Diesmal lässt du keine Spritzer draufkommen, oder? Kratos? Nicht schlecht. Ja, diese Rüstung ist nicht schlecht. Tatsächlich nicht. Die nehme ich. Was war's? Gucken, wie ein Chaos klingen, die Griffe. Stärke, Runenkraft. Und mal den drauf. Und verbessern den. Wenn ich's nicht habe, braucht's auch niemand. Ja, das ist deutlich besser hier. Ja, das wäre nur bis 12 hochgegangen und der hat jetzt Runenkraft dabei, also passt. Der ist deutlich besser. Ich bleib bei meinem Stärke-Ding. Rüstung können wir nicht mehr verbessern. Was es auch sein soll, ich mach's. Perfekt. Gut, gehen wir weiter. Schau, schau. Gleich da drüben ist deine Tür. Da könnte Tyr sein. Könnte, Atreus, könnte. Wer das geschrieben hat, hatte ein Auge fürs Detail. Gewölbeblick. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Es gibt nicht zu allem eine spannende Hintergrundgeschichte. Manchmal werden Dinge einfach als das bezeichnet, was sie sind. Das Wasser fließt nicht. Klingt, als sei das Wasser jetzt in Bewegung. Was jetzt? Das. Oh, an der gefrorenen Stelle fließt das Wasser über. Das hilft nicht. Das hat geklappt. Auf zur Tür. Los. Ich hätte eher gemeint, dass auf der Stelle, wo es dahinter ist, dass es dann abfließt. Und nicht so, aber egal. So kann es auch gehen. Tyr? Na, hier scheint Tyr jedenfalls gerade nicht zu sein. Er muss hier irgendwo sein. Diese Mine ist riesig. Atreus, bei was genau willst du Odin aufhalten? Du sprichst, als kennst du seinen Plan. Den kenne ich nicht. Deshalb sind wir... Brüder! Mit dem Fimbulwintereinbruch und Ragnarök vor der Tür wird Odin zu allem entschlossen sein. Was auch immer er planen mag, es wird sicher niemand außer ihm selbst davon profitieren. Ganz genau. Naja. Aber macht dieser Krieg wirklich Sinn, den wir hier provozieren wollen? Und wie viele Leben werden dafür geopfert, dass dieser Krieg gewonnen wird? Das sollten eher die Fragen sein. Da drüben,
Da ist noch eine Tür. Vielleicht ist er. Bei Ragnarök können wir nicht aufhalten. Hinter dir, pass auf! Aber wir können schauen, dass es nicht schlimmer wird. Aber Schlimmeres finden meine ich natürlich. Zum Glück haben wir nachgeschaut. Falsche Seite. Einen Raben gibt's hier irgendwo. Was steht da? Ja, etwas. Wir haben die Welt mit unseren Zwergenhänden erbaut, sie mit Zwergenmuskelkraft verstärkt, sie mit unserem Zwergenverstand vorangetrieben. Aber sie sind nicht mehr auf uns alleine gestellt. Unsere Stärke und Genialität hat ihresgleichen in den Asen von Asgard gefunden. Jetzt arbeiten Zwergenschmiede Hand in Hand mit Asensoldaten und Ingenieuren. Jetzt tragen die Asen die Last gemeinsam mit ihren Zwergenbrüdern, sodass sie für uns all geringer ist. Es waren Zwerge, die Svartalfheim zu dem gemacht haben, was es ist. Aber zusammen mit den Asen können wir die Welt sogar noch verbessern. Naja, werden wir sehen. Wir werden sehen, was die Asen noch machen werden. Was sind das denn? Ich will dich nicht entmutigen, aber das ist eben eine Mine. Mimir, das ist entmutigend. Habt ihr das dort gesehen? Hier geht's noch nicht weiter. Kriege ich das vielleicht hin? Ich sehe den Feuertopf. Kriege ich das irgendwie hin? Ne, kriege ich nicht. Ich wollte irgendwie jinxen, aber ich glaube, das funktioniert nicht so. Da oben links, hinter dem Kran, ist eine kaputte Tür. Wolltet ihr fliehen? Sehen wir nach. Da kommen wir noch nicht hin. Aber das ist hier nicht. Wir wissen das ja schon, weil unser Zielding zeigt ganz woanders hin. Naja, aber das ist, glaube ich, die letzte Tür, wo ich jetzt nachgucke und dann beende ich die Folge. Weil die Mine ist schon riesig. Ich glaube nicht, dass wir sie heute fertig kriegen. Sein. Fast geschafft. Muss ich hier oben weiter? Und irgendwie muss da noch das Ding nach da hinten kommen. Jetzt check ich es gerade noch nicht. Oder ich muss vielleicht von hier vorne irgendwo das Wasser abkappen. Ja. Unglaublich. Das überfließende Wasser treibt den Kran. Rapini. Wir werden im Nu da oben sein. So. Geschafft. Los, fahren wir mit dem Aufzug. Tier muss nah sein. Ich glaub's zwar weniger, aber wenn du meinst, Atreus. Gut. Gedankenspiel. Wie muss sich Tier in dieser Mine wohl fühlen? Wäre ich von Odin eingekerkert und dann endlich frei? Odin stände ganz oben auf meiner Liste, aber ich würde einfach nur irgendwas bekämpfen wollen. Bloß, um zu wissen, dass ich es noch kann. So. Okay, gucken wir durch die Tür und das war's dann.
hier? Wow, was ist hier passiert? Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier machen wir in der nächsten Folge weiter und suchen nach Tyr. Ciao. Euer Gladius.